Moin Leute, Fabian hier. Willkommen zum nächsten New York Vlog. Ich komme gerade direkt aus dem Stream und da ist spontan die Idee entstanden. Mr. Beast hat ja einen Burger. Der macht ja auch ein Riesenkonzept mit virtuellen Küchen, mit Ghost Kitchens. Der hat aber einen einzigen physischen Store, wo man rein kann, direkt hier in New Jersey. Das ist hier da irgendwo da im Hintergrund. Da fahren wir jetzt hin. Ist auch ein sehr cooles Einkaufszentrum. Und dann teste ich das Ganze mal. Habt ihr noch nie probiert, deswegen bin ich sehr gespannt. Ihr habt euch das gewünscht im Stream. Was machen wir jetzt direkt? Achso, und für diejenigen, die nicht wissen, was die virtuellen Küchen oder die Ghost Kitchen sind. Das sind bereits bestehende Restaurants. Bei uns, bei Happy Slice, sind das meiste Pizzerien. Die machen sowieso, haben ihre Küche und so weiter. Natürlich mussten die ganzen hygienischen Standards und so weiter stimmen und die müssen eingearbeitet und alles. Aber die machen vielleicht so mit ihrer lokalen Pizzeria so 4, 5, 6, 7, 8 Bestellungen am Tag. Bei uns kommen ja unglaublich viele rein und die bekommen dann Ofen. Alle Zutaten von uns werden eingearbeitet und machen dann für uns die Pizza. Natürlich unter ständiger Aufsicht. Und sobald auch mal eine Pizza nicht stimmt, verbrannt ist oder irgendwas, fährt sofort ein Mitarbeiter hin und lehrt die nochmal genau ein, dass sowas nicht mehr passiert. Die können natürlich damit super viel mehr Geld verdienen als mit ihren eigenen selber Laden. Also die können bei uns mit einem Wochenende verdienen, was die sonst in 2, 3 Monaten selber mit ihrer Pizzeria machen. Also das meiste von der Pizza, das meiste Geld, wenn ihr bestellt, geht für Köche, für die Küchen, für die Besitzer des Lokals hin, was auch absolut cool ist. Apropos Pizza bestellen, es gibt gerade 25% bei Lieferando. Also könnt ihr euch sehr gerne gönnen. Da kriegt ihr eine sehr geile Happy Slice Pizza Margherita schon für 7,50 €. Probiert das Ganze gerne und dann wünsche ich euch einen sehr guten Appetit und wir fahren jetzt rüber und probieren Mr. Beast Burger. Wir sind jetzt unten vor unserer Bude. Wir wohnen 70 Stockwerke hoch. Ich habe ultra Hunger, ich habe nichts gegessen heute, gar nichts. Und während ich die Aufnahme hier mache, ist Matra gerade ja Seven vs. Wild Vorbereitung, weil er ist gerade Wald, hat nichts gegessen und will dann gleich auf sein Trapperbett pennen gehen. Er sammelt, glaube ich, gerade Moos. Ich werde das jetzt aber auf jeden Fall nutzen, meinen Hunger, und werde mir da richtig viel bestellen. Was geht hier ab? Hier ist eine Eislaufhalle drin, hier ist ein Sea Life, hier ist eine Live-Show, hier ist ein Erlebnispark drin. Achso, da oben ist Mr. Beast Burger, ja. Wir brauchen unbedingt noch einen Koffer, weil wir haben einen Koffer zu wenig mitgenommen, absichtlich, weil wir hier ein paar Sachen gekauft haben, damit er wieder zurückkommt. Wir dachten, oh, Tumi, cool. Wir haben Sale, gehen wir rein. Ein Koffer im Sale, $1000. Keine Ahnung, von 1300 auf 1000, so ein Scheiß. Also deshalb habe ich mir gar nicht bei einem Sale erhofft. Was für ein stressiges Einkaufszentrum für die Fische. Die haben einfach riesen Fische in so ein 10 cm tiefes Wasser getan und die ganze Zeit sprinten Kinder den hinterher und schlagen ins Wasser und versuchen sie anzufassen. Was für eine Scheiße, so eine mini flachen Mini-Tümpel. Mittlerweile gibt es ja fast in jedem Laden so ein Stoff, das Handtuchstoff, weiß nicht, ob das Kamera wiederkommt, einfach 1:1 ein Handtuch. Finde ich immer sehr, sehr geil. Ich habe mir davon gerade eins geholt von Nike, aber als Tanktop für Sport. Fand ich sehr nice. Was hat ihr zu der Hose? Seid mal ganz ehrlich. Mitten im Einkaufszentrum eine riesige Eisfläche. Cool. Hier gibt es einfach noch ein Toys R Us. Das habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Da war ich immer als kleines Kind. Holy shit. Einkaufszentrum wird immer krasser. Das ist ein Sugar, da ist der Wasserpark. Hier ist Fat Nickelodeon Universe. Ey, wie eklig ist der Eingang zu It's Sugar. Das sind alles echte Jelly Beans geklebt. Und das sieht so aus, als wäre das schon so 2 Jahre alt oder als hätten da Leute dran gelutscht. Ja, angefasst, das sind echte. Boah, ist das abgerockt, das schimmelt da doch, oder nicht? Wie ekelhaft. Also so auf Distanz sieht das Ding ja cool aus, ne? Aber du kannst doch da nicht echte Jelly Beans benutzen. Was fährt hier lang? Das ist doch nicht mal auf Gleisen. Darf da jeder mitfahren? Und wo fährt der hin? Oh, das macht hier gar keinen Spaß. Und hier ist einfach Angry Birds Minigolf noch mittendrin. Nein, das machen wir nicht. So, jetzt gehen wir rein. Vote Best Burger in the World. Von deiner Mutter. Ah, hier steht Exit Only, egal. So, wir haben jetzt einmal den ganz normalen Beast Burger. Dann das daneben. Carl's Grilled Cheese. Und dann haben wir Chandler Style einmal als Impossible Burger. Und dann haben wir noch Chicken Tenders. Ich bin sehr gespannt. So, das Essen kann unglaublich schnell. Wir waren noch am Getränkeautomat. Also es hat wirklich keine 60 Sekunden gedauert. Hier haben wir, glaube ich, das Sandwich, die Pommes, der Burger, Chicken Tender, andere Burger. Sieht alles gut aus. Dann probiere ich einfach mal, ja? Ich probiere als erstes natürlich die Mr. Beast Burger. Safe. Das Tomate. Oh ne, doch nicht. Von allen Burgern, die es gibt, kommt er vielleicht am ehesten, schwer zu sagen, vielleicht ganz bisschen Richtung Five Style, aber nicht ganz so geschmacksintensiv. Five Guys. In dem Style von Five Guys, aber nicht ganz so fettig, nicht ganz so geschmacksintensiv. Das war das hier, ein Sandwich und viel Zwiebeln, ja.
sehr fettig. Der ist besser, ne? Das Sandwich-Ding ist sehr geil. Also der Burger ist auch gut, ne? Gar keine Frage. Auf jeden Fall besser als McDonald's, Burger King. Versuche ihn gerade nur einzuordnen. Der ist auch relativ leicht, der Burger. Ich finde, hier könnte noch ein bisschen mehr Soße drauf sein. Soße? Aber das Brötchen ist sehr lecker. Das Brötchen ist sehr, sehr gut. So, als nächstes der vegetarische Burger. Der sieht nicht so frisch aus. Der sieht wahrscheinlich auch nicht schnell fertig. Und das Fleisch ist ein bisschen durch, oder? Ist ja kein Fleisch dann wahrscheinlich, oder? Ja, das oder? Ist der Fleischersatz. Und auch keine Soße mit drauf. Okay, das ist krass. Der sieht sehr trocken und durch aus. Oh, nicht so begeistert. Das schmeckt mir nicht so gut. Ich glaube, er könnte nicht schlecht sein. Also er ist sehr trocken und ist schlecht zubereitet. Also ich glaube nicht, dass er so normalerweise aussehen soll, oder? In der Mitte, wo er nicht so komplett verbrannt ist, schmeckt er gut. Schmeckt er besser. Er ist aber einfach schon ein bisschen alt. Nach dem Burger noch weiter gegessen, nach dem vegetarischen wieder. Deutlich besser. Hier haben wir Salat abbestellt und hier haben wir, glaube ich, Senf abbestellt. Aber sonst, dass die Burger so direkt kommt, Gurken haben wir abbestellt. Genau, Gurken. Wir gehen jetzt mal die Chicken Tenders. Die kamen auch ohne Soße. Man kann sich da vorne Ketchup noch umsonst nehmen, aber bei Chicken Tenders ist natürlich auch immer eine Soße geil. Ich war hier in Amerika oft bei Chick-fil-A, sonst finde ich auch KFC gar nicht so schlecht. Hier sieht man die Banane saudick, die ist mir zu dick. Ja, KFC und Chick-fil-A finde ich besser, aber es ist auch mal interessant. Die Burger gefallen mir besser. Das ist einfach viel zu viel Banane für das Fleisch, was drin ist. Alter, das Hähnchen ist interessant. Du hast so dein Fleisch und hast du einfach teilweise einen riesen Klumpen Banane oder irgendwas. Ist natürlich geil, macht satt, gar keine Frage. Aber ist die Frage, ob du das haben möchtest, wenn du dir Hähnchen bestellst. Das ja auch, das ist alles nur Banane. Ob du das überhaupt haben möchtest. Aber macht auf jeden Fall gut satt. So, alles aufgegessen. Ich schaue jetzt nochmal nach. Also das Sandwich war sehr geil, fand ich. Das hieß, glaube ich, Karls Deluxe sogar, ne? Ja, das für 98. Das war auch sehr leicht. Das hat nicht so satt gemacht. Sie haben auch gerade gesagt, wir werden zu zweit gegessen. Satt sind wir nicht, aber ich habe auch gut reingehauen. Die Chicken Tenders, die fand ich überhaupt nicht gut. Also da ist wirklich, ich habe nur ein bisschen Panade abgemacht. Da musste man erstmal immer das Ding schälen, um irgendwie ans Fleisch ranzukommen. Die war nicht so geil. Vegetarischer Burger ist, glaube ich, für Vegetarier ganz geil. Der Burger 16,99. Also ist schon 16,99 ist schon Preis für den Burger, den man bekommen hat. Das Brot war relativ leicht. Das Fleisch war jetzt auch nicht so schwer. Okay, bei 16 Euro war Pommesgetränk dabei. Ja, okay. Fazit vom Burger ist halt für 9,99 und Fastfood-Burger, der instant fertig war. Verglichen mit Mc's und Burger King fand ich ihn auf jeden Fall besser. Also von mir kriegt der Burger eine 7,8 von 10. Ja, das ist es von dir. Ich finde es halt immer geil, wenn Burger so ein bisschen was Besonderes haben. Ich fand, sie waren halt sehr klassisch. Also er hat super gut geschmeckt, keine Frage. Ich würde ihm eine 7 geben. Eine 7. Du meinst auch noch, dass da zu wenig Soße für dich drauf war. Das Sandwich fand ich sehr geil. Das Sandwich kriegt eine 9 von 10 von mir. Ja, die Chicken Tenders waren leider nicht. Ja, und das vegetarische Ding war nicht so gut zubereitet, glaube ich. Ich glaube, das war so ein Impossible Burger Patty. Das kann besser sein. Das war alt und verbrannt, glaube ich. Also wäre ich nochmal hier und habe irgendwo Hunger und ich brauche schnell was zu essen, möchte ich auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Du auch nochmal wiederkommen? Ich würde auch nochmal wiederkommen. Sandwich kann ich euch empfehlen, das war gut. Und ich glaube, es hätte auch noch geiler geschmeckt. Wir haben ja den Salat und alles runtergenommen, ja? Wenn da ein bisschen mehr Frische drin gewesen wäre. Ja, gut. So, die hatten natürlich auch noch da Nachtische. Die teste ich aber nicht, weil ich habe gesehen, hier ist ein Hangars-Laden. Wir waren schon sehr, sehr oft beim Ben & Jerry's Laden, aber jetzt müssen wir auch mal hier hin. Auch hier ist es sehr, sehr geil. Ich habe bisher in New York 3,5 Kilo zugenommen. Das geht noch. Ich war auch über 20 Mal beim Sport. Das ist in Ordnung. Boah, hier gibt es auch wahrscheinlich viele Sorten, die es sonst bei uns in Deutschland nicht gibt, ne? A la Mode Ice Cream. Sea Salt Caramel Trüffel, oha, was ist das? Peanut Butter Pretzel. And one chocolate peanut butter pretzel, please. Du musst hier Cookie Dough, du musst Cookie Dough holen, das probieren kann. Ich kann das mir das nicht. Das finde ich so langweilig. Yes, please. So, ist hier eine Black and White Cookie. Da muss ich auch probieren, auf jeden Fall. Lass uns hier irgendwo in die Nähe setzen, falls das zu wenig ist, dass wir uns nochmal nachholen. Wir haben 5 Kugeln Eis für 17 Dollar. Das finde ich ganz schön viel, oder? Wir brauchen immer noch unbedingt einen Koffer kaufen, damit wir zurückkommen. Die haben eine coole Marke, aber 50% off, der ist doch schon mal benutzt worden, oder? Was ist denn mit dem los, hä? Das ist doch der benutzteste Koffer, der wurde doch schon so viel mit gereist. Was ist denn hier passiert? Ja, der wurde benutzt und zurückgegeben. Weil wir nehmen hier einen Koffer mit, den nutze ich dann. Wir nutzen den dann einmal. Und mein Bruder hat keinen Koffer, der benutzt irgendeine 28 Jahre alte Tasche. Eine Tasche, die älter als er ist. Von meinen Eltern noch, der braucht unbedingt einen neuen Koffer. Ich glaube, hier den nehmen wir mal raus. Zeig mal. Ist ein bisschen gerockt, aber ist ein guter Koffer. Kann man machen, oder? Da kriegen wir alle unsere Sachen rein.
Ich rufe Niki an, ob er den haben möchte. Ich habe Scheiße gelabert. Ich wollte gerade Niki anrufen. Sina sagt, es ist 3 Uhr nachts in Deutschland. Wir können meinen Bruder jetzt nicht anrufen. Aber da, Freund, das ist doch ein schöner Koffer. Da machst du nichts falsch mit. Gute Marke. Wie kommt sowas her? Ich will auch so eins. Ey, holy shit, das ist auch für Erwachsene. Wir haben ja alle eins. Da vorne ist noch ein Schwein und ein Affe. Guck mal, wie die langfetzen. Da ganz vorne hat ein Panda. Guck mal, die wiegt doch auch genauso viel wie ich. Das ist für Erwachsene. Doch, das ist für Erwachsene. Guckt euch mal an, Leute. Der fährt das als Erwachsener. Da, der ist auch übertrieben erwachsen. Wow, der muss extra anstrengen. Die ist doch auch keine 14 mehr, oder? Ich hab's gesehen, dass ich sie gefilmt habe. Und da hinten fährt auch eine Erwachsene mit hinten drauf. Das ist für Erwachsene. Ich soll es auch einmal fahren. Wir suchen das jetzt, wo man das fahren kann. Also die ist doch 100%ig über 12. 100 pro. Hier kann man die Dinger fahren. Alter, sind hier viele. Holy shit. Wer sieht am coolsten aus? Ich möchte den nehmen, der am hässlichsten ist. Ich glaube, das soll ein Nashorn sein. Der sieht richtig dumm aus. Wer hat das Ding denn designt? Sieht doch kein Nashorn aus. Okay, wir haben es geschafft. Max, darfst du jetzt einen aussuchen. Der ist es geworden. Das Nashorn. Okay, los geht's. Das ist vielleicht zu schwer. Ich muss neben dir her joggen. Wie sieht's aus? Ja, ein bisschen blöd. Ein bisschen. Wie viel Spaß hast du gerade? Nicht so viel. Nee? Du musst auch mal fahren, ne? Ich fahr auch gleich mal. Einfach den Knopf drücken, ja. Gedrückt halten, dann gibt der Gas. Hä, wieso fährt das bei dir so viel schneller? Hä, du fährst viel, viel schneller als ich. Du fährst doppelt so schnell wie ich, oder nicht? Bremsen musst du mit den Füßen. Ich wollte das Nashorn eigentlich wieder abgeben. Dann meinte er, wir haben noch 2 Minuten. Und dann meinte Selina, okay, dann fährt sie noch mal eine Runde. Also es macht Spaß zu fahren. Auch unabhängig, ob man filmt oder nicht. Ist das hier nicht viel zu voll? Ey Leute, hier ist, mein Handy hat nur noch 1%. Es ist gleich leer. Der Block kann jede Sekunde ausgehen. Aber hier gibt es irgendwie Charge Fuse. Hier kannst du dir eine Powerbank ausleihen für 2 Dollar in 30 Minuten und kannst vollladen. Das probieren wir. Wenn es funktioniert, geht der Block weiter. Wenn es nicht funktioniert. Die Seite öffnet nicht mal. Die Seite öffnet nicht mal. Vielleicht wird auch gleich schwarz und der Block ist zu Ende. Vielleicht ist der Block zu Ende. Ihr erfahrt es vielleicht. Okay, das leider nicht geklappt. Handy hat 1%, geht jede Sekunde aus. Ich würde sagen, wir machen den Vlog hier fertig. Wir können immer noch den Ford Mustang GT gewinnen, Wert von 60.000 Euro. Checkt dafür gerne meinen angepinnten Instagram, den letzten Post ab. Dann wünsche ich euch dabei viel Glück. Abonniert gerne den Kanal, kommen noch weitere sehr coole Vlogs. Und Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.